Der Podcast wird präsentiert von Sanitas. Gemeinsam für deine Gesundheit. «8424 Zürich West». Biografie von einer Band. Sechste und letzte Episode. So manche offene Frage. Warum ein Auftritt auf dem Gurten traumatisch war, wie es nach einer schwierigen Zeit doch noch zu einem neuen Album gekommen ist und was eine Zeitreise durch alle Songs von Zürich West kann auslösen. Ich bin der Thies Wachter. Eine Musik grisselt. Ein Regen glücklich, ein freier Fall, ein kummer Schnaufen. Ding, 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 nächster Halt, Zürich West! Ich kann nicht schlafen, ich weiß nicht wie. Eine Nacht lang schaffe ich dran, aber es klingt nie. Egal welche Taktik, welche Strategie. Ich kann probieren, deine Worte funktionieren tut's nie. Ich bin ein alter Soldat auf dem Posten, in der Mitte zwischen ihnen und hier. Zu Bern am Gurten Festival. Es ist der 14. Juli 2017. Zürich West spielt auf der Hauptbühne. Zinderst trommelt der Gerd Stäuble. Irgendwie während dem Konzert habe ich einfach gemerkt, etwas ist nicht gut, etwas stimmt nicht. Man hat auch gesagt, wir müssen unbedingt ganz nacht zusammen. Wir haben da ausgesehen wie eine Schülerband, die in der Mitte von einer riesen Bühne aufgestellt hat. Was ich sehr komisch gefunden habe. Das kann man machen, aber dann, während dem Konzert habe ich so wie gemerkt, es ist etwas Emotionales herum, wo ich merke, der Kuno kommt überhaupt nicht aus sich raus. Irgendetwas stimmt einfach nicht. Was dann nur der Kuno weiss, er hat Multiple Sklerose, kurz MS. Eine unheilbare Krankheit, die das Hirn und das Rückenmark angreift. Die Diagnose hat er ausgerechnet am Tag vor dem Auftritt auf dem Gurten bekommen. Trotzdem hat er das Konzert durchgezogen, wo sie auf der Hauptbühne 15 Songs und 5 Zugaben gespielt haben. Und wo der Kuno und der Küse gerade anschliessend zum SRF 3 Radio Interview haben müssen. Hallo miteinander. Ciao. Hallo. Wie fühlt ihr euch? Ich weiß es noch gar nicht. Weißt du es schon? Eine Mischung zwischen entspannt und noch ein bisschen hebelig. Das gibt es am Abfahren. Ja, genau. Mhm. Ja, Gurten ist ja für Berner Bands speziell zum Spielen, oder? Weil Familie und Freunde oft da sind, sowieso, es ist das Heimpublikum. Sind ihr da manchmal nervöser, wenn ihr auf dem Gurten spielt, als sonst? Also ich schon. Also ich bin auch da unten aufgewachsen, 300 Meter von hier im Spiegel. Und das war mein Indianergebiet so als Kind hier. Und ich kenne den Gurten natürlich sehr gut, den Wald kenne ich sehr gut, viel erlebt hier. Und dann stehst du plötzlich auf dieser Hauptbühne und all die Leute und so. Das kann ihm Angst machen. Ja, aber Horror manchmal so, ja. Was ist der Gurten-Lieblingsmoment in all diesen Jahren? Also für mich, darf ich schnell sagen, für mich ist 2001, ist das gewesen. Radio zum Glück-Tournee, wir haben nach der Toten Hose gespielt, etwa morgen meins. Und ich denke, nachdem haben wir überhaupt keine Chance und wir werden uralt aussehen. Und dann war es ein Wahnsinnskonzert gewesen. Wir haben wirklich, einfach die Leute waren super gewesen. Wir waren auch nicht schlecht gewesen, aber die Leute waren wahnsinnig gewesen. Und ich weiss nicht, ich bin dann ab der Bühne und gleich runtergelaufen. Ich habe das Zeug gepackt und bin so glücklich gewesen. Das vergesse ich nie mehr. Was war denn der schwierigste Moment gewesen in all diesen Mal? Heute? Ja, irgendwie. Heute war es schwierig? Nein, es ist immer schwierig, aber wir hatten 5 Jahre Pause, eine neue Band, und haben uns extrem gefreut und haben uns extrem Mühe gegeben. Aber es ist einfach jetzt morgen, ich habe das Gefühl, es ist alles easy. Aber jetzt, einfach, wenn er am Schluss weißt du nicht, bist du einfach erleichtert, dass es vorbei ist. Du kannst gar nicht recht sagen, was passiert ist. Mhm. Ich weiss es aber gar nicht mehr. Wenn wir jetzt ja weiss, dass du einen Tag vorher deine Diagnosen bekommen hast, das ist ein wahnsinniges Theater, das er damit aufführen. Ja.
Also ich habe mich gefühlt wie eine Wäschlump, aber wenn du näher auf der Bühne stehst und musst, dann bist du auf Autopilot irgendwie und so. Aber es ist, ich weiß nicht mehr so viel von denen, muss ich sagen. Aber bist du einfach genug Profi, dass du dann so eine Situation kannst überstehen, oder? Ja, irgendwie. Ja, das kann ich mir vorstellen, für dich sehr traumatisch gewesen, der Abend. So schade, meine Ex-Frau mit den Kindern ist gerade auf Schweden dann in die Ferien. Mhm. Und dann bin ich völlig allein gewesen. Das war mir gerade noch so recht gewesen. Irgendwie, das war so absurd gewesen, der Gedanke, irgendwie, als ich dann daheim war. Das ist, wir haben so eine Nachbarin, die hat einen Hund. Und die hat mich gefragt, ob ich nicht zum Hund schauen konnte, weil ihr Mann ging fort. Und das haben wir schon etwa 2 Wochen vorher abgemacht. Und dann habe ich gewusst, ich gehe nach dem Gurten, kann ich heim, pause und dann schaue ich zum Hund. Und dann sind der Hund und ich sind wirklich, das ist so eine Steinterrasse. Und ich bin auf einem Liegestuhl gelegen. Und der Hund ist nebendran gelegen. Zwischen haben wir uns so angeschaut. Keiner hat ein Wort gesagt. Und es war wirklich ein trauriges Bild irgendwie. Das hat man auch einen Film. Es hat einen Kurzfilm gegeben, aber einen guten. Guter Song. Ja, genau. Ja. Oder wir hatten auch noch die ganze Tournee vor der Brust. Gehabt. Und ich habe es niemandem gesagt, richtig. Im Kuss habe ich es dann auch gesagt, aber sonst hat es niemand gewusst. Wieso nicht? Ich wäre gerade zusammengebrochen, habe ich das Gefühl. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt einfach Status quo. Ich habe jetzt gerade im Moment gefragt. Du. Mal schauen, was passiert. Wir haben ja 2 Wochen, glaube ich, Ferien gehabt. Ich glaube, so. Du hast auch für dich mal müssen zuerst Haltung entwickeln. Genau. Ja, ich bin ständig jeden Tag ins Spital müssen. Ja, das war einfach eine neue Situation für mich. Ein paar Monate später hat er dann auch der Band gesagt, was er hat. Sie haben die Albumtour wie geplant abgeschlossen und haben dann noch im 2018 ein paar kleinere Konzerte gegeben. Mit dem letzten Gig im September zu Stefan. Wir haben sie in der ersten Episode davon gehabt. Und dann ist die grosse Frage gekommen, was jetzt? 2019 haben wir 100 Songs geübt. Dass wir nachher spielen können. Meine Idee war, dass wir doch einfach ohne neue Platten, ohne irgendetwas spielen und mal schauen, was herführt, was passiert, wie kann der Kuno noch, in welchem Gefüge dass wir das könnten machen und so. Und das ist aber leider nicht so rausgekommen. Sie wollten unbedingt eine neue Platte machen oder neue Songs und dann erst spielen. Und ich wollte es umgekehrt machen, ich wollte zuerst spielen und schauen, was herführt und dann weiterhin planen. Man hat sich nicht mehr gefunden. Diskussionen sind härter geworden, für beide Seiten verletzender. Nach 27 Jahren bei Zürich West hat er gerne den Rücktritt gegeben. Dann, als ich ausgestiegen bin, habe ich mit dem Cousin geredet, mit dem Manu habe ich geredet, Gitarrist. Der Wolfi, der Bassist, war ja der, der gesagt hat, er komme mit mir mit. Er ist eigentlich mein bester Freund. Das hat es mir etwas erleichtert, im Sinne, dass ich nicht allein da stehe. Bis jetzt hatte ich leider keinen Kontakt mit dem Kuno. Seit dann, Januar 2021, ist vorbei. Ich sage ja nicht, dass mein Beitrag irgendwie einwandfrei ist und dass ich alles super gemacht habe. Überhaupt nicht. Ich meine, ich habe meine Fehler gemacht und durch das ist es so weit gekommen. Aber irgend nach diesen Gesprächen, die ich hatte und diesen E-Mails, habe ich gemerkt, ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich dort meinen Platz frei mache, dass sie das weitermachen können, was sie unbedingt machen wollen. Es ist gescheiter, ich lasse den Platz jemandem mangeln. Ich weiß nicht, was das soll. Eine Frage man ich nicht. Wenn einer gegen den gleichen Scheissdreck bietet, interessiert es ihm einfach nicht. Ein bisschen müde macht es ihm auch hässig. Und ratlos obendrein. Schade, haben wir nie recht zusammen geredet. Gut ist jetzt vorbei. Ich habe schon so viele Songs gemacht über Zeug, die mich bewegt. Ja, das stimmt, das ist meine Art. Ich tue fast lieber so etwas sagen, als
gewisse Glier, das macht mich fertig. Ja, mit vielen Aggressionen manchmal einen Diskussionsstil gepflegt, wo ich inzwischen denke, puh, gut ist es nicht mehr so, aber ja, auch immer probiert ehrlich zu sein und so, und irgendwie, es ist jetzt halt so, wie ich es gemacht habe. Es ist Pandemie. Zürich West verliert den Schlagzeuger und den Bassist. Und dann geht auch noch jemand, der den Sound von Zürich West ganz lange geprägt hat. Der Oli Bösch, der die Musik an den Live-Gigs und vor allem auch im Studio gemischt und gemastert hat. Auch er gehört leider zu denen, die nicht haben wollen, in diesem Podcast über Zürich West reden. So ist im Frühling 2021, wo der Kuno 60 geworden ist, die Band wieder mal auf der Kippe gestanden. Man hatte das Gefühl, jetzt geht alles auseinander und schwierige Zeit. Der Gitarrist Manuel Häfliger, der seit dem Album «Love» dabei ist. Gleich haben wir es nach einer Weile aufgerafft, küssen Kuno und ich und haben wie gesagt, ja, komm, wir machen weiter, wir wollen noch etwas machen oder so. Und wir kennen Küsse und Kuno schon seit eh und je. Und mit euch war es eine schwierige Situation gewesen und ich wollte es nicht auch verlassen. Und natürlich auch eben ein neues Album machen, in das Abenteuer einlassen, ist eine gute Reise. Irgendwann wird still. Raffmix ist ein kleinerer Hall. Raffmix ist weiter hinten, aber schleisiger. Ich einfach einen anderen Hall noch ausprobieren. Genau. Grusiger Hall, hast du gesagt. Ja. Auf dem Raffmix hat es einen grusigen Hall. Ich habe noch gerne grusige Hall. Im Studio im U3 Zürich West arbeitet an den Songs vom neuesten Album. Mit auf diese Reise aufgemacht hat sich auch der Tastenmann Ori Kuster, der mit Zürich West eine Art On-Off-Beziehung pflegt und sonst mehr im Jazz aktiv ist. Er war vor gut 20 Jahren für zwei Alben mal dabei und ist dann wieder als Keyboarder während der Tournee vom letzten Album «Love» eingestiegen. Es ist sicher so, dass es halt wahnsinnig relevant ist, was da passiert, dass sehr viele Leute das hören und hoffentlich gut finden und dass man quasi wie stattfindet einfach. Und viel Musik, die ich sonst rausgebe, gehören halt wenig Leute. Oder? Also es gibt ja die Zahl, die man kürzlich gehört von 100'000 Songs, die jeden Tag auf die Streamingdienste aufgeladen werden. Und wenn du einer bist von diesen 100'000, ist wie klar, dass das ja, schlussendlich die Frage aufwirft, was mache ich eigentlich überhaupt? Und natürlich eine Band, die alle interessiert hat, in der Schweiz, ist halt einfach cool. Oder ist einfach auch wichtig für einen selber, irgendwie stattzufinden in dem ganzen Business. Ganz neu bei Zürich West dabei sind zwei Musiker, die sich gerade gegenseitig vorstellen. Das ist der Kevin Jeschen aus Biel. Sensationeller Schlagzeuger in allen Genres daheim. Zusammen mit dem Flo Florian Senn. Schon fast ein Urgestein aus Basel. Man kennt ihn auch von der Lovebox. Und ein grandioser Bassist, den ich seit 2,5 Jahren zusammen spielen darf, bei Zürich West von Bern. Der Kuno könnte der Vater sein von Kevin, der 3 Jahre nach der Gründung von Zürich West auf die Welt gekommen ist. Hier war Florian Teenager. Also für mich ist schon einfach, nur runtergekommen und mit meinen Teenie-Idol dürfen Musik zusammen machen, ist am Anfang vor allem immer noch so ein bisschen, was mache ich da? Bin ich da am richtigen Ort? Also einfach mega toll, mit diesen Legenden eigentlich dürfen spielen und an neuem Material arbeiten. Also ich muss sagen, zuerst haben wir viele alte Songs gespielt, also schon bei den Auditions haben wir 10 Songs, nein 12 glaube ich sogar. Mhm. Recht viel. Alte Hits dürfen spielen. Und dann haben wir aber schon sehr bald auch an neuen Sachen verschaffen, wo man ja, auch recht schnell involviert war und selber einen Mitspruch gehabt hat, wie man Sachen sieht, wie man es spürt. Also sehr auf Augenhöhe und auch sehr angenehm. Also es ist ein gutes Klima hier unten im U3. Immer lustig. Immer eigentlich positiv, würde ich sagen. Das Keyboard nicht auch noch will. Kann man probieren. Minuten. Dass das Tüte mal wirklich ganz weg ist. Für ein paar Sekunden. Ja, für mich ist es irgendwie, ich habe sie auch schon ein bisschen kennt. Ich bin ja als allerjüngster, für mich war es wirklich von Anfang an ziemlich kollegial gewesen und ich habe mich mega wohl gefühlt, wirklich im Wissen, wer sie sind, aber es war irgendwie nie ein Ding gewesen, so. Ich konnte mich immer einbringen und ich habe es wirklich super gefunden von
von der ersten Minute an. Die beiden sind die einzigen Bandmitglieder, die zwar ein Album mitkreieren, aber nie mit dem werden live auftreten. Das haben sie mir zumindest schon von Anfang an gesagt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir jemals werden auf die Bühne gehen können. Aber wir quasi trotzdem eigentlich dabei sind. Am Anfang das ist eigentlich schon von Anfang an klar gewesen. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen mehr Hoffnung gehabt, dass vielleicht gleich... Vielleicht einfach so, ja, man weiss jetzt halt noch nicht. Und vielleicht haben wir noch gehofft. Und dann plötzlich ist es so, oder? Hat es klar gesagt, mal. Was ich auch gut habe, also gefunden für... Ja, es ist, das also ist natürlich auf eine Art mega schade, also für uns auch, vor allem, aber für den Kuno natürlich. Ja. Aber es hat jetzt, soll ich sagen, es hat den ganzen Prozess eigentlich nicht beeinflusst. Also man ist sowieso einfach von dieser Situation ausgegangen, wir machen sowieso einfach das Album und alles andere ist wahr oder eben dann nicht später. Ja, das wäre toll gewesen, auch mit dem Kevin mal auf der Bühne zu stehen, mit all diesen Leuten auf der Bühne zu stehen, wäre toll gewesen, aber ist halt nicht. Mir geht es gleich, ich finde, es ist klar schade, aber es ist, ich sehe es positiv. Wir haben das Album gemacht zusammen, wo wir uns einbringen können und wo wir, ja, also ich finde das schon das allein, finde ich es super und bin ich dankbar. Viel Freude, aber wenig Geld. Der Manuel Häfliger fasst es so zusammen. Jetzt sind wir tatsächlich zum Hobbyrocker geworden. So, ja, es ist die Situation so, man hat das Album auf Spotify oder auf andere digitale Plattformen, that's it, bedient mich, habt Freude und vielleicht gibt es ein bisschen Ruhm und Ehre, aber kein Franken im Portemonnaie. Können wir mal weiter? Jawohl. Was kommt? Blumentier auf Vögel. Immerhin sieht der Ori Kuster einen kleinen Hoffnungsschimmer. Und zwar, weil viele Menschen, die Zürich West hören, schon im vorgerückten Alter sind. Zürich West-Fans sind die, die noch Vinyl und CDs kaufen überhaupt, die im Alter sind, dass sie sogar noch CD-Spieler vielleicht haben. Also kann man da schon erwarten, eine gewisse Anzahl Tonträger, die noch weggehen. Spüre die Wärme von deinem Körper. Probiere dich nicht zu stören. Bewundere deine Lobflecken und deine Schultern, die starken. Ich denke Blumen, Tiere und Vögel und so was, dass du hören kannst. Das ist ein bisschen das Gefühl, das ich während der ganzen Produktion hatte, dass es irgendwie auch von gewissen Texten vom Kuno im Nebel verschwinden, zurück, möchte ich nicht mehr. So, also es hat... Ich habe mich in ein paar Zielen von den Texten von Kuno habe ich so weit ein bisschen eine Vorahnung gehabt, dass irgendwie so wie ein ja, Kreis, der sich schließt. Lasse dazu beim Schnarchen, spüre die Wärme von deinem Körper, probiere dich nicht zu stören. Auch der Fokus, dass das Album zum Teil sehr ruhige, melancholische Nummern hat, die einfach nur fast ein bisschen eine Stimmung halt einfach vermitteln. Und nicht mehr einfach den Fokus hat, Radio-Pop-Song mit grosser Melodie im Refrain und noch super aufgeboostet produziert und so. Nein, es ist einfach ist ganz ein anderer Fokus, einfach ein Weg nach innen, Stimmungsbilder und ja. Die Melancholie, war die spürbar gewesen, auch im, bei euch in der Band, im U3 zum Beispiel? Nein, das wird echt, das ist noch lustig. Nein, wir hatten es recht lustig gehabt. Gute Sprüche und Spass. Also, nein, echt, die Stimmung war irgendwie sehr gut gewesen und sehr locker, sehr entspannt. Hat echt nichts zu tun mit den Songs, oder? Das sind wie zwei Welten, oder? Wo aber im Gleichen stattfinden. Oder? Wie sieht der Keyboarder Ori Kuster die Zukunft von Zürich West? Ich weiss es nicht. Wir haben noch nicht darüber geredet in der Band. Also ich weiss nicht, was im Kuno seine Pläne sind oder zu was er sich im Stand fühlt, gesundheitlich. Ich glaube, wir müssen mal jetzt einfach warten, was passiert mit dem Album, wie es weitergeht. Aber ja, ich denke, irgendwann ist halt leider halt Schluss mit dieser Geschichte. Ich habe manchmal so das Gefühl, es könnte so das letzte Zürich West-Album sein.
ich habe auch das Gefühl, der Kuno schreibt dann wieder Text, er schreibt dann wieder Songs. Und dann, was macht er denn mit denen? Die müsste man ja dann fast wieder mit Zürich West aufnehmen. Von dem her kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn jetzt eine gewisse Zeit vergangen ist und plötzlich doch eine neue Lust, ein neues Material rum ist, dass man dann das nochmal macht. Ich fände es geil, ab und zu gehen jammen einfach und mal schauen. Es ist noch nicht lange her, als sich der Kuno mal zurückgezogen hat in seine Stube und auf dem Sofa alle Songs gehört hat. Das ganze Werk von Zürich West. Wie war das für ihn? Ja, es sind viele Songs. Es ist mir aufgefallen. Huere viele Songs, ich sage dir's. Manchmal musste ich rennen, manchmal musste ich lachen. Es ist mir wirklich huere nachgekommen. Ich habe das noch nie gemacht. Wenn man selber Musiker ist und so, lässt man vielleicht einfach die neueste Scheibe ein paar Mal und dann vielleicht, wenn man auf Tournee geht, bereitet man sich vor, welche Songs man sieht. Aber als man einfach auf dem Sofa hockt und zweieinhalb Tage, oder ich weiß nicht, vielleicht war es einfach nur ein anderthalb Tage, ich weiß es nicht mehr, aber es waren alle Songs und alle Scheiben. Ja, das ist wirklich irgendwie eine geile Reise gewesen. Und dann habe ich wirklich alles gehört und am Schluss gefunden. Jetzt habe ich Uhren gebügelt, emotional und wie auch immer. Es ist einfach, aber auch, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen Zürich West-Fan geworden. Vielleicht auch, weil ich jetzt weiss, es ist nicht mehr so eine lange Zukunft, jetzt, was mehr angeht, vielleicht als Musiker und so. Und wenn das dann so los ist, sicher das ist mir zu Herzen gegangen. Jetzt kann ich sagen, es ist ja sicher sehr emotional. Ich habe das nie gemacht. Der Küsse Fehlmann, der Einzige, der mit dem Kuno die ganzen 40 Jahre zusammen war. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das würde machen, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich recht auch... Ja, du machst echt die Zeitreise mit. Oder? Genau gleich, wie es Leute gibt, die sagen, ah, wir sind mit Zürich West aufgewachsen, sind wir ja Zürich West. Die ganze Zeit haben wir gesehen, was die Band gibt. Und dann hast du so viele Phasen von deinem Leben. Du hast in verschiedensten Konstellationen mit Menschen. Es gibt dann so Assoziationen natürlich, wenn die Songs machen. Wie wir sie haben aufgenommen, wie die Orte waren, Studios, Zeit rundum. Und einfach dann auch genau. Also auch Textwelten natürlich, und Musikwelten, die sich auch verändern. Aber wo ich denke, die für mich schon immer gestummen haben. Und ich habe auf jeder Scheibe sicher Songs, die mir näher sind und weniger. Aber ich habe jetzt nie, ich glaube, in Retrospektive würde ich jetzt sagen, das ist jetzt eine Scheibe, die wir total versifft haben. Ich habe zu jeder Scheibe Beziehung. Auf jeden Fall. Was ist denn dein Lieblingssong? Das habe ich ja keinen Lieblingssong. Hast du keinen Lieblingssong? Nein. Hast du einen Lieblingssong von uns? Nein, sicher nicht. Aber ich dachte, nein. Vielleicht hast du einen. Nein, ja. Nein, es gibt so viele Lieblingssongs von uns. Liebe Songs. Liebe Songs. Liebe Songs. Eine Produktion von der Audiobande für Zürich West. Der Thies Wachter hat recherchiert, Aufnahmen gemacht, Storys geschrieben, mit dem Simon Meyer zusammen Dramaturgie entwickelt und produziert. Der Simon hat dann Sounddesign gemacht und klanglich allem den letzten Schliff gegeben. Und er hat aus dem Vollen geschöpft mit Musik, die in dieser Serie alle von Zürich West kommt. Der Dank geht an alle, die in dieser Serie mitgemacht haben. Und auch an Zara Herwig und Katrin Kaufmann, die viel haben müssen Probe hören und Zuschauer anhören, wenn wir mal wieder eine Hürde vor uns gesehen haben. Eine von denen ist der Umstand, dass wir auf viel interessante Aspekte und viel cooles Tonmaterial haben müssen verzichten. Und vor allem, dass wir auch nicht mit allen Leuten rund um Zürich West haben können reden. Lücken und Enttäuschungen gehören bei so einer Geschichte leider dazu. In der Nacht liege ich wach im Bett, irgendein Gewissen, das mich plagt.
so manches in mir, das ungewiss ist und so manche offene Frage. Und die Laubbäume wollen.